Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wunschpartner-Orakel. Ja, wie jeden Sonntag mache ich für euch ein Wunschpartner-Orakel. Und für heute habe ich mir die Legung überlegt, die es schon sehr lange bei mir zu buchen gibt. Und zwar die Legung Du und ich, klare Sicht, der große Liebesblick. Und hier schaue ich mir an, die Gedanken deines Gegenübers hier oben, die Gefühle deines Gegenübers, das, was er sich hier von dir erwartet, sein nächster Schritt in deine Richtung und wie es langfristig bei euch weitergeht. Und am Ende, also hier arbeite ich mit den Modern Oracle Cards von Medium Melanie, und am Ende des Orakels bekommt ihr drei Botschaften aus dem E-Quadrat Orakel. Ja? Hier schaue ich mir eben diese Ebenen an. Das ist eben so die Legung Gedanken, Gefühle und vor allem, wie es langfristig weitergeht. Ja, da schaue ich eben hier langfristig in die Karten. Das ist natürlich wie immer ein allgemein gültiges Orakel. Das heißt, das, was sich jetzt hier zeigt, kann jetzt hier wirklich auf dich und deinen Wunschpartner zutreffen, muss aber nicht. Diese Legung biete ich jetzt bis kommenden Freitag, das ist der 27. März, zum Aktionspreis an, nämlich als Video um 35 Euro statt 45 Euro, als E-Mail um 20 Euro statt 25 Euro. Ja? Und ich biete diese Legung jetzt bis kommenden Freitag auch als WhatsApp-Legung an. Wie ihr ja wisst, könnt ihr bei mir eine WhatsApp-Legung buchen. Da ist es so, dass ihr mir eine Frage stellt und diese Frage beantworte ich euch. Ja? Eine WhatsApp-Legung gibt es ja um 10 Euro. Und da mache ich eben nicht so große Legesysteme, wie es hier eben angezeigt ist. Jetzt bis kommenden Freitag mache ich das sehr wohl, diese Legung per WhatsApp. Ja? Ab Freitag nehme ich dann dieses Angebot raus, weil ich eben bei WhatsApp-Legungen eben nur eine Frage beantwortet wird und eben kein Legesystem oder keine großen. Und da werden ja einige Bereiche quasi abgedeckt. Gedanken, Gefühle, wie es langfristig weitergeht, das geht ja bei einer normalen WhatsApp-Legung nicht. Und diese Legung kannst du als WhatsApp-Nachricht bekommen, Sprachnachricht, und zwar um 30 Euro. Ja? Wenn ihr Interesse habt, diese Legung für euch persönlich buchen zu wollen, dann schaut einfach in die Infobox, da findet ihr meine Kontaktdaten und da könnt ihr auch diese Legung buchen. Ja? Bitte auch immer die Wartezeit mit einplanen, da steht eben alles immer auf der Homepage. Ja, ich starte jetzt am besten los mit diesem Orakel. Ich beginne jetzt mal mit der Gedankenebene deines Gegenübers. Und da haben wir der Froschprinz. Ich habe euch übrigens auch die Karten in der Infobox verlinkt. Der Froschprinz, also er denkt über sich sehr, sehr gut, ja. Er denkt, oder sie, wenn du jetzt hier auf Frauen stehst, dass sie so eine Art Prinzessin ist, dass er so eine Art Prinz ist. Und dass vielleicht dahinter oder dass aus einem Frosch quasi auch ein Prinz wird, ja. Diese Karte steht einfach für ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein und dass man sich selber quasi hier irgendwie so auf einen Sockel stellt. Dann haben wir den Herbst. Die Herbstkarte ist natürlich auch die Jahreszeit Herbst, aber auch die Ernte. Die Erntezeit, man erntet etwas. Und dann haben wir noch das Telefonat. Dein Gegenüber denkt also darüber nach, sich bei dir telefonisch zu melden. Hier quasi etwas in die Ernte zu bringen sozusagen, ja. Hier wirklich auch miteinander reden. Und mit dem Froschprinz kann es einfach auch sein, dass dein Gegenüber eben darüber nachdenkt, dich telefonisch zu kontaktieren und dir vielleicht auch sagt, ich bin nicht der Prinz, für den du mich hältst. Ja, oder aber er hält sich selber dafür, ja, dass er eben darüber nachdenkt, sich bei dir eben telefonisch zu melden und eben mit dir darüber zu sprechen. Aber der Froschprinz ist halt immer eine Karte, die dafür steht, dass sich jemand sehr, sehr stark oder selber auf einen sehr hohen Sockel stellt, ja, und
Ja, vielleicht hast du dich auch von deinem Gegenüber zurückgezogen. Das kann dein Gegenüber nicht anhaben, quasi, weil er jemand ist, ja, der es gewohnt ist, wenn Frauen, wenn Männer quasi, sagen wir mal, hinterherlaufen. Du machst das höchstwahrscheinlich nicht und dein Gegenüber denkt jetzt darüber nach, sich eben bei dir telefonisch zu melden. Also hier geht es wirklich auch um einen Anruf. Ja, also nicht um Nachrichten, denn es gibt in diesem Kartendeck auch die Karte der Nachrichten, das wären dann so die schriftlichen. Aber hier denkt hier wirklich jemand darüber nach, sich telefonisch bei dir zu melden. Ja, das sind einfach mal die Gedanken deines Gegenübers. Schauen wir uns jetzt mal die Gefühle an. Und da ist hier dein Gegenüber gefallen. Und wenn die männliche Hauptperson, das ist eben hier so dein Gegenüber, egal ob jetzt männlich oder weiblich, auf der Gefühlsebene, auf den eigenen Gefühlen quasi liegt, nimmt sich dein Gegenüber oder ist dein Gegenüber ein Stück weit auch ein bisschen selbstverliebt. Ja, das kann natürlich sein, dass die einen oder anderen hier wirklich extrem stark egoistisch und selbstverliebt sind. Das sind so die typischen, also die Macho-Typen. Es kann aber auch sein, dass dein Gegenüber halt momentan so in diese Richtung neigt, sehr selbstverliebt zu sein. Ja, das hängt auch immer vom Typ Mann, vom Typ Frau ab. Aber eben dein Gegenüber auf seiner eigenen Herzebene sagt dir schon, dass hier dein Gegenüber momentan auch ein bisschen egoistisch und selbstverliebt ist. Dann haben wir den Playboy. Das auf Herzebene sagt hier alles. Ja, dein Gegenüber ist höchstwahrscheinlich wirklich auch so ein Macho, ja, der vielleicht immer wieder auch so Affären hat, Affären gelebt hat, ja, und dass dein Gegenüber keinen Zugang zu seiner Herzebene hat, dass dein Gegenüber sich momentan hier wirklich für sich selbst unwiderstehlich hält, ja, und dass dein Gegenüber momentan hier wirklich mehr so sexuelles Interesse verfolgt. Ja, denn wenn das hier auf Herzebene liegt, ist das für mich immer ein Zeichen, jemand definiert sich auch über die Sexualität, ja? Jemand kann vielleicht auch Gefühle über die Sexualität zeigen oder jemand stellt quasi die Sexualität momentan wirklich auch an erster Stelle. Und als dritte Karte, da haben wir die Hoffnungslosigkeit. Also dein Gegenüber ist momentan auch so, was generell Gefühle betrifft, was die Liebe betrifft, sehr hoffnungslos und ist vielleicht momentan so, ja, ich lebe hier lieber Affären oder kleine Abenteuer. Ich lasse mich hier nicht auf etwas Ernsthaftes ein, weil es sowieso hoffnungslos ist, ja, weil ich ohnehin irgendwann verlassen werde. Ich will nicht verletzt werden und wenn ich mich nur hier quasi auf Sexualität vom Herzen her einlasse, kann ich nicht verlassen werden, habe ich dann auch keinen Liebeskummer. Ja, das ist jetzt momentan so die Gedanken- und die Gefühlsebene. Wenn du sagst, nee, ich habe so das Gefühl, das ist nicht mein Orakel und du lieber individuell auf dich diese Legung haben möchtest, dann nutze jetzt einfach die Aktionslegung, ja, eben per Video, E-Mail oder per WhatsApp. Denn das kann jetzt hier wirklich sein, dass das ist, was das dein Gegenüber denkt und fühlt. Aber bei der individuellen Legung bekommst du ein Werkzeug in die Hand quasi, wo du dir sicher sein kannst, das ist dein Orakel. An das kannst du dich orientieren. Denn hier, wie gesagt, ist es ein allgemeines Orakel und ich verallgemeinere auch hier die Aussagen. Und jeder ist ja in ganz anderen Situationen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte lieber auf mich individuell schauen, dann buch einfach diese Legung jetzt zum Aktionspreis. Dann schaue ich mir jetzt an, was sich denn dein Gegenüber von dir erwartet. Und da haben wir die Eiszeit. Das kann jetzt bedeuten, dass dein Gegenüber von dir erwartet, dass du ein bisschen kühler wirst. Ja, wenn dein Gegenüber so der klassische Kopfmensch ist, du der klassische Herzmensch bist, dass sich dein Gegenüber eben erwartet, dass du ein bisschen kühler wirst, ja, dir vielleicht auch nicht alles gefallen lässt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite kann sein, wenn du sehr kalt jetzt zu deinem Gegenüber geworden bist, aufgrund von vergangenen Ereignissen, dass sich dein Gegenüber wünscht, dass du nicht mehr so bist. Dann haben wir die Zweisamkeit. Dein Gegenüber wünscht sich schon die Zweisamkeit mit dir, aber eben im richtigen Ausmaß. Denn die Karte der Zweisamkeit ist immer so des Übertreibens, ja, dass man quasi ja übertreibt, was Gefühle betrifft und mit der Eiszeit, dass es ein bisschen abgeschwächt wird, ja. Also dass du Kopf und Herz sozusagen im Einklang bringst. Und dann haben
dein Gegenüber erwartet sich einfach auch von dir, dass du eben von diesem doch sehr starken Herzebene eben hier wirklich mit dem Teilverlust heißt das einfach, ja, ein bisschen von dem zu stark in der Herzebene sein, dass das einfach ein bisschen reduziert wird. Ja, also hier wirklich, das ist für mich so die klassische Kombination für Kopf und Herz im Einklang bringen. Nicht übertrieben so kühl sein, nicht übertrieben herztechnisch, sondern hier wirklich das goldene Mittelmaß sozusagen. Das erwartet sich dein Gegenüber von dir. Jetzt schauen wir uns an, was denn sein nächster Schritt sein wird. Kommt denn ein nächster Schritt und wenn ja, was? Und da haben wir die Straße. Die Straße ist so die Karte der Öffentlichkeit, ja. Sich entweder auch begegnen, treffen, was natürlich jetzt in der momentanen Situation sehr schwierig ist, ja. Aber hier geht es auch wirklich darum, sich zu öffnen. Die Straße ist einfach die Karte der Öffentlichkeit. Sich einfach öffnen für eine Beziehung oder eben, ja, diese Treffen. Dann haben wir den Spion. Und das ist für mich so die klassische Kombination, dass dich jemand beobachtet. Die Straße, es kann natürlich tatsächlich sein, dass dein Gegenüber tatsächlich bei dir zu Hause vorbeifährt, um zu schauen, ob du zu Hause bist. Oder über soziale Medien. Ja, dass dich dein Gegenüber beobachtet, um zu schauen, kann ich ihm vertrauen? Ja, und das ist eben für mich so die klassische Kombination auch für das, ja, Stalken. Ja, also dass man hier wirklich jemanden beobachtet. Und dann haben wir die Beeinflussung. Also dein Gegenüber wird in Zukunft hier wirklich dich versuchen auch zu beeinflussen. Ja, oder aber dein Gegenüber wird von außen beeinflusst. Und dein Gegenüber hat das Gefühl, dir nicht vertrauen zu können. Und deswegen muss dich dein Gegenüber beobachten. Vielleicht tatsächlich, indem er oder sie bei dir zu Hause vorbeifährt, um zu schauen, bist du zu Hause, ist jemand bei dir oder eben auch über die sozialen Medien. Vielleicht hat dein Gegenüber auch von außen irgendwelche Informationen von dir bekommen, die nicht stimmen. Deswegen ist dein Gegenüber oder hat dein Gegenüber momentan kein Vertrauen in dich und muss dich quasi kontrollieren. Entweder tatsächlich, dass er dich verfolgt quasi, wirklich bei dir zu Hause vorbeifährt, in der Arbeit vorbeifährt, ja, oder eben über soziale Medien. Wenn das jemand macht, muss ja auch ein Interesse da sein, ja, denn man spioniert ja jemanden nicht nach, wo kein Interesse da ist. Und das ist eben das, was so dein Gegenüber als nächstes in deine Richtung tun wird. Dann schauen wir uns jetzt an, wie geht's denn langfristig weiter? Und da haben wir die Sommerkarte. Wir haben also hier jetzt auch schon mal eine Zeitkarte. Also das, was sich jetzt hier zeigt, es sei denn, es würden hier noch andere Zeitkarten fallen, spielt sich vor allem ab Sommer ab, sozusagen in den Sommermonaten. Dann haben wir die Willenskraft. Also man wird hier wirklich auch so in die Willenskraft gehen, etwas verändern wollen. Dann haben wir die Nachricht. Wenn du auf Nachrichten wartest, kann es sein, dass es noch bis Sommer dauern wird. Wenn aktuell sowieso schon Kontakt da ist, wird dieser Kontakt immer stärker werden. Dann haben wir das Materielle. Also es wird auch über Materielles, Finanzielles gesprochen. Den Nachrichtenaustausch eben auch über diese Dinge. Dann haben wir die Freunde. Das ist so die Karte der tatsächlichen Freunde, ja, dass hier auch Freunde mit im Spiel sind, ja, dass du vielleicht die Freunde deines Gegenübers kennenlernen wirst, ja, oder dein Gegenüber, oder das mit deinem Gegenüber wird so in die Leichtigkeit gehen, ja, wenn man sich diese Karte ansieht, die beiden Kinder, wie sie da voller Leichtigkeit in der Wiese herumtollen, ja, das ist für mich immer so die Karte der Leichtigkeit, die vor allem ab Sommer kommen wird. Dann haben wir den Streit. Also es kann auch sein, dass nochmal gestritten wird, vielleicht auch im Freundeskreis, dass sich vielleicht auch Freunde einmischen, ja, wo es dann vielleicht zu einem Konflikt kommt. Oder eben, wenn hier Freunde kein Thema sind, heißt die Karte Freunde und Streit für mich auch so, dass ein Streit
lockerer wird. Eine Streitsituation, vielleicht bist du aktuell auch in einer Streitsituation mit deinem Gegenüber, wird sich ab Sommer lockern. Oder im Sommer kommt noch mal eine Streitsituation. Und als letzte Karte haben wir das Heim. Das Heim steht ja für die eigenen vier Wände. Es kann auch sein, dass darüber auch noch diskutiert wird, dass jemand aus seinem Privatbereich ausbrechen möchte, hier etwas verändern möchte. Das wird auch dann dazu führen, dass es zwischen euch vielleicht auch Diskussionen gibt. Oder dein Gegenüber wird in den Sommermonaten immer mehr in seine Willenskraft kommen, immer mehr auch mit dir kommunizieren über materielles, über finanzielle, materielle Probleme, vielleicht auch mit Hilfe von Freunden, ja, dass hier Freunde euch auch auf den richtigen Weg bringen wollen. Es kann aber auch sein, dass wegen der Freunde vielleicht auch gestritten und diskutiert wird und das Thema häuslicher Bereich wird auch entweder ein Streitthema werden zwischen euch. Oder bei deinem Gegenüber herrscht dann in den Sommermonaten im häuslichen Bereich viele Streitsituationen und dein Gegenüber wird dich darüber in Kenntnis setzen und du wirst deinem Gegenüber ein guter Freund, eine gute Freundin in dieser schwierigen Situation sein. Ja, das heißt, ab den, für alle, die mit diesem Orakel angesprochen werden sollen, geht es ab Sommer so richtig los mit dem Partner, mit dem Wunschpartner. Ja, man sieht hier zwar noch keine feste Partnerschaft. Ich muss es aber einschränken bis Anfang Herbst, ja, weil jetzt hier nur die Sommerkarte gefallen ist. Ja, das heißt, diese Situation wird sich bis Sommer so zeigen. Im Herbst kann es dann schon in die feste Partnerschaft vielleicht gehen. Ja, bis Sommer sieht man es zwar noch nicht, aber es geht in diese Richtung. Kommunikation. Große Hauptüberschrift, ja, darüber denkt auch dein Gegenüber ja schon nach. Kommunikation, Willenskraft, Leichtigkeit, Streitsituationen werden gelockert und vor allem, was ich besonders wichtig finde, die Kommunikation. Ja, die wird sich ab Sommer verbessern und dann kann man natürlich in eine gemeinsame Richtung gehen. Also ich finde, dieses Kartenblatt ist gar nicht mal so schlecht. Dieses Kartenblatt verspricht einfach, dass es keine Stagnation gibt, dass es weitergeht, dass man auch die Willenskraft hat, immer mehr in die Kommunikation zu gehen. Und das ist meiner Meinung nach auch ziemlich wichtig. Jetzt schauen wir uns noch die Botschaften vom E-Quadrat-Orakel an. Und zwar Silberstreif am Horizont. Also das ist für mich immer so die Karte, das Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn du jetzt das Gefühl hast, es geht nichts mehr weiter, es ist Licht am Ende des Tunnels, ja? Du kannst den Silberstreif am Horizont sozusagen schon sehen. Er ist quasi schon zum Greifen nahe, aber eben noch nicht ganz da. Ja? Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Botschaft. Dann großzügig denken, großzügig leben. Also du wirst großzügig denken, aber auch dein Gegenüber und das auch so zeigen. Man wird sich großzügig zeigen. Jetzt nicht, was so materielles, finanzielles betrifft, das vielleicht auch, ja. Aber eher so, ja, das Aufeinanderzugehen, dass man einfach großzügiger miteinander wird. Und dann haben wir, trauen Sie sich. Das ist kann für dich ein wichtiger Hinweis sein, egal wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du einfach nicht weißt, ist diese oder jene Entscheidung wichtig, sollst du hier irgendwas selber in die Hand nehmen, dann wirst du aufgefordert, dich zu trauen. Oder aber, diese Karte möchte dir sagen, das ist auch so die Karte der Willenskraft, ja, wir haben hier zwei Karten, die für die Willenskraft steht, dass sich dein Gegenüber trauen wird, auf dich zuzugehen, weil dein Gegenüber großzügiger wird. Weil dein Gegenüber hier selber schon das Licht am Ende des Tunnels sehen kann und dein Gegenüber wird sich trauen, in deine Richtung sozusagen aktiv zu werden, vor allem ab den Sommermonaten. Also das ist wirklich eine richtig tolle Legung und ich hoffe natürlich, dass das auf einige von euch zutrifft. Auf alle ist natürlich klar, kann es nicht zutreffen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Ich freue mich natürlich schon auf die nächsten Orakel mit euch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao!